Hallo, ja, es geht direkt zur Sache. Wir sind hier in Scum. Jack Beam kämpft gerade um sein Leben hier mit so einem Zombie, der so einen blöden Militärhut oder so einen Polizeihut oder Schutzhut laut trägt. Dementsprechend ist der Zombie etwas schwerer, gepanzert. Aber wir haben uns konzentriert und wir haben ihn erledigt. Und ja, wir wollten uns ja aufmachen für entweder nach oben zu gehen oder für nach unten, also in den Osten oder in den Westen zu gehen, weil wir brauchten noch zwei Scrap Metal. Und das haben wir dann auch nochmal gesucht und wir wurden tatsächlich auch fündig. Das hat uns dann auch gereicht, für die Flagge dann letztendlich zu bauen, um dann mit der gesetzten Flagge, oha, wieder Zombie, ist ja klar, um dann mit der gesetzten Flagge unsere Hütte zu bauen, unsere erste kleine süße Hütte. Und hier zielen wir mit dem Bogen, verfehlen natürlich den ersten Schuss, wir mussten uns erstmal einzielen. Der hat aber dann gesessen und dann kam natürlich dann der Zombie, aber den hat man dann mit dem zweiten Schuss direkt erledigen können. Muss natürlich sehr vorsichtig sein, weil die Erfahrung, die ich da in dem Dorf da gemacht habe, die war schon nicht von schlechten Eltern. Die Zombies da sind schon, ne? Die können ja ihre Leute rufen und da muss man sehr vorsichtig sein. Natürlich haben wir die Pfeile wieder brav mit eingesammelt. Das mit dem Bogen hat schon soweit es geht funktioniert. Dann haben wir diese Dame dort getroffen. Die war so ein bisschen, die hat mir One-Shot gemacht, das war toll. Ich muss jetzt, also es tut mir leid. Während ich sie gelootet habe, ist mir nicht aufgefallen, auf welchen Blick wir da gestoßen sind. Das tut mir leid, guckt nicht hin. Auf die Bank kann man natürlich noch Geld eingezahlt, das klappt jetzt immer besser. Also da kenne ich mich jetzt mittlerweile aus und die Bank vertraut mir auch. Wir sind zurückgekommen, wir mussten uns natürlich dann auch erstmal ausruhen, weil wir waren dann doch ein bisschen erschöpft. Der Weg ist dann doch ein bisschen länger. Und dann hatten wir aber auch wirklich genügend Materialien zusammen mit den Kloßstücken da, mit den Kleidungsstücken, für diese Fahne da fertig zu machen. Letztendlich hat uns nur noch so ein improvisierter Werkzeugkasten noch gefehlt. Den haben wir natürlich dann auch noch bauen müssen. Das hat dann auch etwas gedauert. Das Problem ist ja am Anfang, wir hatten zwar den großen, tollen Rucksack bekommen von der netten Dame zu Beginn. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, schaut sie gerne an. Das ist Verlinkung irgendwo im Video. Aber das Problem ist halt, wir haben den Rucksack voll. Wir können nirgendwo was lagern. Das heißt, wir müssen also auf den Boden schmeißen und das andere greifen und das eine dann wieder zurücklassen und dann später wieder dran denken, es mitzunehmen. Aber ja, irgendwann waren wir dann zum Glück auch mit der Fahne dann mal fertig. Es hat ein bisschen gedauert, aber gut, Ding braucht ja auch Weile. Hier sehen wir zum Beispiel, hier musste ich das Ganze auf den Boden legen, musste wieder zurücklaufen. Hab dann noch nach Steinchen gesucht, weil ich brauchte noch einen Stein für den improvisierten Hammer zu machen. Da braucht man natürlich noch so einen großen Stein. Die kleinen Steine, glaube ich, haben nicht ausgereicht. Also wieder zurück. Oh, und da ging es los. Da ging es los. Da kam dann irgendwie in meinem kleinen Waldstückgebiet lauter Zombies. Aber ich war ruhig geblieben. Ich hatte ja meine 12 Pfeile mindestens dabei. Und da war diese Dame da. Die Kamikaze. Schaut euch das an. Ich schieße und sie springt drüber. Also was die Frau für ein Timing hatte, Wahnsinn. Sie hat da trainiert. Aber letztendlich haben wir gewonnen. Musste uns dann erstmal auf dem Boden ausruhen, weil ich mich irgendwie dann immer auf den Boden lege. Ich bin dann nervös, ich bin dann angespannt und dann lege ich mich auf den Boden und da war noch einer. Und irgendwie hat das dann mit dem Zielen da nicht geklappt. Wir konnten dann nicht mehr den Bogen spannen. Ja, und dann wurden wir getroffen. Und wenn wir getroffen werden, dann ist die Infektionsrate natürlich größer, wenn wir ein Kleidungsstück noch an der Wunde tragen. Deswegen habe ich gedacht, gut, komm, wir gucken jetzt erstmal, wo bin ich verletzt. Aha, Bein, also Hose ausziehen. Hab du vergessen, ich habe ja gar kein Unterhöschen an. Wir müssen uns mal eine Unterhose besorgen bei Gelegenheit. Aber so geht's ja auch. Ja, da waren wir dann erstmal ein bisschen am Bluten. Mussten uns ausruhen. Das ging dann auch so weit ganz gut, würde ich sagen. Wir haben keinen Verband benutzt, das ist Verschwendung, das brauchen wir nicht. War nur eine Stichverletzung, aber ja, kommt schon der nächste. Irgendwie
irgendwie war da ein Nest. Also da waren, wie viele waren das jetzt? 4, 5 Zombies auf einmal? Also das war schon ein bisschen blöd. Besonders, wo ich mich dann ausgeruht habe, weil ich gedacht habe, okay, jetzt sind wir hier sicher. Vielleicht sind die hier gerade vorbeigekommen. Aber naja, gut. Ging ja nochmal gut. Also weiterbauen. Wir haben den Hammer mittlerweile gemacht. Haben uns dann endlich die Werkzeugkiste da machen können, um dann letztendlich sie dann wiederum zur Pfade zu tragen. Musste natürlich auch ein bisschen langsamer, wir waren ja immer noch leicht angeschlagen. Ja, ein bisschen, aber ich habe es kontrolliert, es ging dann doch gut und die Fahne war fertig. Ja, und dann fingen wir dann auch langsam an mit der ersten Plattform. Ja, ich bin mir mal unsicher, wo ich sie genau hin platziere. Man muss das ja später noch mit dieser Höhe abmessen. Das ist alles, ne? Ihr wisst Bescheid, wenn die Ebene etwas schräger ist und man macht die Bodenplatte am Anfang zu niedrig, ja, dann packt man nachher in den Boden rein und dann verbaut man sich. Oder man macht sie zu hoch und nachher kommt man an der einen Stelle nicht mehr dran. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Besteht jetzt, das ist ja auch erst unser erstes Fundament. Und dann habe ich überlegt, welche Kiste mache ich jetzt? Und meiner Meinung nach habe ich dann Fehler gemacht. Ich habe mich nämlich für die bessere Kiste, glaube ich, entschieden, die mehr Material brauchte. Auch diese Scrap-Metal-Bolzen hatte ich noch. Ich habe gedacht, ich habe genügend Bolzen und Scrap-Metal oder Metal-Scrap. Aber nein, ich hatte nur diese Bolzen. Aber ja, mir hat dieses Scrap-Metal wieder gefehlt. Und ja, da konnte ich zwar die restlichen Sachen da reinhauen. Ja, mir ist aber dann aufgefallen, oh Mist, die Bretter kann ich noch reinhauen, aber mir fehlt dann tatsächlich wieder Scrap-Metal. Das heißt, wir müssen wieder auf die Tour gehen. Also bin ich diesmal nach Lobor gegangen. Lobor war ein kleines süßes Dörfchen, sag ich jetzt mal, wo wir natürlich wieder auf unsere besten Freunde gestoßen sind. Die konnten mir aber ein bisschen sneaky-peaky ausschalten, das ging ganz gut. Da hatten wir zum Glück, glaube ich, an dieser Stelle keinen Schaden bekommen. Da waren wir sogar ganz Ninja-mäßig unterwegs und konnten diesen Zombie hier aus dem Fenster, also von außen nach innen, erledigen. Haben tatsächlich auch dann mal gerade kurz reingelunzt, aber ich weiß, dass diese Häuser da, ich glaube, die haben nicht so dermaßen besonderen Loot. Pfeil holen wir natürlich wieder mit, ist ganz wichtig. Manchmal muss man auch die Zombies erledigen, nur damit sie erledigt sind. Nicht, dass man das Gebiet dann looten kann oder so, aber nur, dass man die Sicherheit hat, ey, du kannst mir schon mal nicht mehr auf die Keks gehen. Du bist ruhig. Ja, und dann haben wir ein paar Schrauben gefunden, ein paar Nägel. Natürlich wieder die Kandidaten. Und aber ich brauchte ja Scrap Metal. Also musste ich weitersuchen. Überall. Ich habe auch diverse Sachen gefunden. Ich habe auch ganz tolle Sachen gefunden. Zum Teil auch einen Grill, den ich versucht hatte mitzunehmen. Das ging aber nicht. Ich hatte ja keinen Platz. Ich brauche erst diese Kiste, um dann da Sachen zu verstauen. Um dann ordentlich looten zu gehen. Aber da wenigstens im Militärgebiet da haben wir so eine Weste gefunden. Die haben wir natürlich dann direkt angezogen. Ja, damit wir ein bisschen noch mehr geschützt sind. Ja, wieder das Übliche. Und da war noch einer, der hat mir Angst gemacht. Der hat mir Angst gemacht tatsächlich, weil der da war so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, der hat einen Rucksack angehabt und einen Helm, der sah so wieder so militärisch aus. Deswegen hatte ich da Ehrfurcht. Aber letztendlich haben wir es auch gegen den geschafft. Wie gesagt, haben wir relativ souverän mit den Zombies, kam mal gut klar. Das haben wir so weitestgehend gut gemacht. Da habe ich ein Auto gesehen, da war ich sehr voller Hoffnung. Und das hat sich dann noch bestätigt, weil wir haben dann tatsächlich auch Scrap Metal bekommen. Dann wieder der lange Weg zurück. Es wurde langsam dunkel. Die Wolken haben sich auch zusammengezogen. Die Kiste. Ja, die Kiste, die habe ich versucht mit so einem Schloss, was ich gefunden habe, zu abzuschließen. Tatsächlich hat es aber ein bisschen gedauert, bis ich verstanden hatte, wie geht das denn nochmal mit dem Schloss? Da brauchen wir ja so eine Werkzeugkiste und dieses Schloss, was man so finden kann. Und dann kann man sich erst so ein abschließbares Schloss bauen. Es hat also lange gedauert, bis ich dann begriffen habe, wie es nochmal funktioniert mit diesem Abschließen. Und während ich dann Zeug schon mal reingepackt habe, ist mir dann aufgefallen, hey, Moment mal, ich habe noch so ein Schloss bekommen. Das hat die Dame mir auch am Anfang geschenkt. Oder ich habe es gefunden, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es wurde mir geschenkt. Und ja, dadurch konnte ich dann auch die Kiste abschließen. Halleluja. Endlich haben wir Stauraum. Da habe ich erstmal mich bei den Göttern dieser Welt bedankt, dass wir endlich
unser Loot verstauen können, was so fundamental wichtig ist bei diesem Survival-Spiel. Die erste Wand, die ich gesetzt habe, muss ich dazu sagen, die war falsch. Das war der Doorframe und der war falsch rum. Und ja, das war dann noch, es hat sich zusammengezogen, es wurde schlecht Wetter, es hat geregnet. Und ja, wir mussten ein Dach über den Kopf bekommen. Ich wollte das alles doch wenigstens zu haben. Ich wusste, wir haben kein zweites Schloss zur Verfügung. Wir können die Tür nicht abschließen. Aber ich wollte wenigstens fertig werden, dass es ein kleines Schutzhäuschen bietet. Ja, das ist der Anfang. Wir müssen doch bedenken, die ersten vier Wände, die dauern wirklich lange. Das habe ich dann da gemerkt. Und ja, toll, es hat natürlich dann auch noch gewittert. Warum dauern die so lange? Weil wir ja nicht genügend Platz haben, um Sachen zu verstauen, um schneller die Sachen zusammenzusammeln, die wir brauchen, um fertig zu bauen. Und ja, dann letztendlich wurden wir dann auch fertig. Wir haben alles reingestaut in die Kiste, was wir an Hölzern gefunden haben, was wir vielleicht auch für weitere Bauen brauchen. Ansonsten habe ich natürlich alles aus der Kiste wieder rausgeholt, sicherheitshalber. Und ja, am Ende war ich dann doch etwas fertig, weil ja, hat ja noch gewittert. Da war ich froh, wo das Dach dann fertig war. Und zum Abschluss, kleine Kerze, die wir gefunden haben. Es war mir wichtig, ich mag so kleine Sachen. Da haben wir nämlich ein kleines Lichtchen. Das haben wir dann noch angezündet. Dann habe ich mich erstmal ausgeruht. Und am Ende war ich sehr zufrieden, als Jack Beam endlich mit seiner ersten Hütte fertig wurde. Ich meine, es sind nur vier Wände und ein Deckel drauf. Mit der Tür. Aber das reicht erstmal, um zu sagen, hier habe ich meinen Standpunkt. Und von hier aus geht's weiter. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne, tschö. Tschö, 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 tschö.